Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir am Kanal von Alpine Momente. Ihr seht nun Teil 1 eines Dreiteilers, wo ich gemeinsam mit dem Flo unterwegs gewesen bin. Der Flo und ich, wir sind aufs Alalin offe, über den Normalweg, dann weiter über den Feekopf auf den Alphubel rauf. Und ich habe mich dazu entschieden, aus dieser einen Tour drei Teile zu machen. Warum, ist ganz einfach erklärt. Wenn das jemand nachmachen will, das Alalin gilt mehr oder weniger als einfacher 4000er, dann hat er jetzt im ersten Video die Möglichkeit, dass er sich die Tour mal genauer anschaut. Er hat die Möglichkeit, dass er im zweiten Video die Tour auf den Feekopf, den man auch wieder gleich retour gehen kann, anschauen kann. Und er hat die Möglichkeit, im dritten Video den Alphubel dann anzuschauen. Dementsprechend ist die eine Tour, die wir gemacht haben, eigentlich mehr oder weniger als drei eigenständige Touren zu sehen, die jeder machen kann. Und darum habe ich mir einfach der Einfachheit halber und der Struktur halber entschieden, dass ich da drei verschiedene Touren draus mache, sodass sich da wirklich jeder für sich was rausziehen kann. Ist das was für einen oder ist das nichts für einen? Ihr seht jetzt in dem Teil 1, wie eigentlich aus einer Nordwandbegehung, also der Plan war dementsprechend so, der Weg über den Normalweg rauf geworden ist. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Ich habe auch Audiokommentare eingesprochen, weil ein paar Files beschädigt gewesen sind. Ich hoffe, es gefällt euch, wenn das der Fall war und euch die Arbeit gefällt. Gern wieder Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr das erste Mal zuschaut, Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, weil dann versäumt ihr Teil 2 und 3 nicht mehr. Und hört dann hier auf, Film ab, viel Spaß! Nach der Tour ist vor der Tour, gell, Flo? Jawohl. Mahlzeit. Mahlzeit. Lass dir gut schmecken. 1 Meter Wurst. Und ich hab einen ganzen Meter Wurst, so viel habe ich in meinem Leben noch nie gegessen. Aber wir haben morgen wieder eine Tour vor und da muss man sich ein bisschen vorbereiten. Mit einer Meter Wurst. Mahlzeit. Mmh, gewaltig. So, das war einmal. Was war das? Macaroni mit Schinken-Rahmsauce oder so. Ja. Und das war einmal ein Meter Wurst. War auch pipi fein. Jetzt hat der Franz ein Meter Wurst im Darm. Wurst im Bauch. Das wird ein gepflegter Schiss. Ein Meter Schiss. Was reingeht, kommt auch raus. So, einen guten Morgen, Leute. Wir haben jetzt in Saasgrund geschlafen, in einem Hotel. Und das Coole ist, wenn man da drinnen in Hotels schlaft, dann bekommt man ab und zu so einen Bürgerpass. Und mit diesem Bürgerpass kann man im ganzen Saastal mit den Bahnen fahren. Und wir fahren jetzt zum Mittelalalin auf. Und da können wir bis zur Bahn Felskin kostenlos fahren. Wir müssen nur den Differenzbetrag Felskin-Mittelalalin bezahlen. Also es ist eine richtig coole Geschichte, die da das Saastal eben im Tourismus anbietet. Welcome to Saas. Die Bergsteiger fahren mit Lift, haben wir gesagt. Ja. Genau. Wir sind gerade im Parkhaus von Saas Fee. Jetzt schauen wir, wo es rausgeht. Ich glaube, da ganz vorne. So, Saas Fee, das ist eine autofreie Stadt, ähnlich wie Zermatt. Darum haben wir da im Parkhaus das Auto geparkt. Und das ist voll cool. Flo hat gerade ein Schimpfwort gesagt, aber das schneide ich nicht raus. Er glaubt, er hat sein Ticket vergessen. Auf jeden Fall, wir sind mitten in der Stadt angekommen und da vorne
sehe ich eigentlich schon dazu. Links die Nordwand vom Alalin und dann den ganzen Grat um mich, das ist der Feekopf auf dem Alphubel. Die Traversen wollen wir machen, wenn es aufgeht, schauen wir mal. Wie ist die bescheidene Laune? Super. Super, Wetter super. Ist Bomben. Bombenwetter. Hoffentlich bleibt es so. Da ist der Alpine Express. Mit der Bahn schafft man es innerhalb von 40 Minuten von Saas-Fee bis aufs Mittelalalin auf ca. 3500 Meter rauf. So, wir gehen jetzt einmal durch die Türe, sind jetzt in Europa im Mittelalalin. Da machen wir das ab, weil ziemlich lang schaut es aus. Da unten nur. Schauen wir, gell? Frisch! Der Flo und ich, wir haben uns entschieden, die Nordwand ist uns zu blank und unser Primärziel ist die Überschreitung über den Feekopf auf dem Alphubel und darum gehen wir mal ganz normal ins Feejoch rauf. Ich glaube, was ist das? Das ist die Scharte zwischen Alalin und Feekopf. Jetzt da so Tiere. Ja, da seht ihr es, man kommt da übers Skigebiet her. Der Flo hat sich die Jacke schon ausgezogen. Muss einmal der Lift gequert werden. Und darüber geht's. Jetzt erstmal Richtung Normalweg. Alalin. Es kann auch sein. Ich habe die Tour schon mal gemacht, ich verlinke es euch oben. Kann sein, dass wir einen Abstecher rauf machen. Das weiß ich jetzt noch nicht genau. Hier sehen Sie einen natürlichen Alm- und Wiesenwanderer in seinem natürlichen Element. Herr Althuber, was sagen Sie zu den aktuellen Wiesenverhältnissen? Ja, wir haben jetzt da weißes Wiesenpulver. Das sind eindeutig Kärntner Schneekristalle, wenn du mal oben leicht schau. Das habe ich nämlich am Mölltaler Gletscher gelesen, ja, dass die Kärntner Schneekristalle weiß sind. Das ist die Besonderheit, okay, von der Art. Darum glaube ich, wir sind eigentlich gar nicht in der Schweiz, sondern in Kärnten. Okay. Oder der Wind ist von Kärnten dahergekommen. Das könnte sein, dass genau, der Wind die Schneekristalle hierher verfrachtet, genau, hat und dass sich hier eine neue Art von Wiesenkristallen bildet. Genau, ja. Also das ist kommt ganz selten vor, dass, ja, sich eine neue Vegetation hier bildet. Ja. Aber fesch ist, oder? Ist auch fesch ist, ja. Jetzt gehen wir da auf diese schönen Alm- und Schneewiesen wandern, genau, weiter. Jetzt hier sehen Sie sehr viele Edelweiß. Hier ist ein Edelweiß zum Beispiel. Die heißen die Edelweiß, weil sie edel und weiß sind. Genau. Ganz genau. Und sie leuchten, sie glitzern ein wenig. Und hier sehen Sie ein Müllweiß. Das kommt in dieser Region wirklich oft vor. Das ist eine neue Pflanzenart, die wird immer populärer mit dem Massentourismus in den Bergen. Ja, ein wunderschönes Exemplar, wie Sie sehen. Eventuell sogar noch verfeinert mit etwas Rotz oder etwas Ähnlichem, man weiß es nicht genau. Gleich vorweg gesagt, wir gehen
aktuell nicht angeseilt am firnbedeckten Gletscher. Das ist nicht Lehrmeinung, dessen sind wir uns bewusst. Wenn es für uns heikel wird, seilen wir uns an. Als Ersatzmaßnahme haben wir vollständige Gletscherausrüstung bereits angelegt. Ja, bis jetzt ein einfacher Gletscherhatscher in einer gut ausgetretenen Spur. Und da vorne ist jetzt die berüchtigte Leiter vom Normalanstieg aufs Alalin. Nein, ich bleib schon da. Ja, so schaut die Leiter aus, Leiteln. Fast ein bisschen Himalaya-Feeling. Sherpa Franz Altshuber. Der Flo hat gesagt, er wartet unten, dann kann ich filmen. So ist da der Tiefblick. Und schon ist man da herum. So ist es. Fühlt sich gut an, gell? Ja. Super. Steigeisen auf Holz. Gott der Hals. Aber ist wie Eis. Sehr schön. Ja, und da geht jetzt der Normalweg weiter. Geht jetzt einen Spalten durch. Ziemlich. Na, so schier geht es da nicht zu. Spalten ist der Flo, gell? Genau. Da rauf geht es dann wieder Spalten einmal weiter. Da setzt das Loch nochmal von oben. Und da ist jetzt noch eigentlich die Spaltenzone, die Orge, vorbei. Oben kommen dann auch nochmal ein paar. Oh, das sind die großen. Genau an der Stelle trennen sich jetzt die Wege. Rechts geht es zum Feechopf, zur Überschreitung von diesem Grat. Das ist das, was wir noch machen werden. Und da links geht es jetzt einen Normalweg aufs Alalin auf. Von meiner Uhr stimmt, sind wir knapp unter 3800 Meter. Das heißt, es sind ein bisschen mehr als 200 Höhenmeter auf dem Gipfel. Wir sind jetzt wieder aus dem Plankreis heraus. Es flacht ab und der Gipfelanstieg ist noch mal ein bisschen steiler wie 30 Grad. Da seht ihr die Seilschaften vorne. So geht es dann nach links rauf.
Scheiße ausklappert. Jetzt werden wir da führen. So, der Flotschi und ich starten jetzt den Gipfel am Besuch ab. Jetzt gebt euch einmal dieses geniale Panorama, was sich auftut, wenn ich jetzt in der Oma auf den Grat aufgehe. Ist das nicht herrlich? Im selben Moment wie wir zwei, hast du das jetzt gesehen? Das ist doch abartig, oder? Schau dir das an. Wahnsinn! Also sorry, aber ich muss dir jetzt sagen, das ist episch. Das ist so. Das ist genial. Genial ist das. Wahnsinn. Wieder vorher einer, voll geil. So, ich filme das Gipfelkreuz heute da oben für euch nicht. Es sind ein bisschen viele Leute da. Die sind nicht ganz aufgegangen. Aber wenn ihr es allein sehen wollt, im anderen Video habe ich es euch eh verlinkt. Wir machen es uns jetzt da vorne ein bisschen gemütlich, chillen ein bisschen und dann gehen wir eigentlich zu unserer richtigen Tour, die wir vorgehabt haben, die Fehkopfüberschreitung. Aber ist eh okay für dich, oder? Dass wir jetzt nicht rauf sind. Passt. Ist da der Ötzi drinnen? Ötzi, hu, wo bist du? Normalweg spielt sich wirklich viel ab. Oh, war nice, nice, nice. Geh gerade runter, Flora. In den folgenden Videodateien ist das Audio-File beschädigt. Drum wieder mal ein eingesprochener Text von mir. Hinterlasst mir's gern in die Kommentare, ob der Text wertvoll gewesen ist. Der Flo und ich sind abschließend ins Fehjoch abgestiegen. Dabei haben wir noch zwei größere Spalten passieren müssen, bei denen die Brücken gut gefroren gewesen sind, wie ihr im Video gut sehen könnt. Abschließend ist zur Tour aufs Alalin über den Normalweg zu sagen, dass es sich dabei wirklich um einen einfachen 4000er handelt, den jeder, der die Kondition für rund 600 Höhenmeter im Auf- und Abstieg mitbringt, mit einem Bergführer besteigen kann. Für einen unerfahrenen Alpinisten sind die Holzleiter und die Spaltenzonen mit Sicherheit das Highlight der Tour. Ich hab's zwar eh schon ins Video geschrieben und auch direkt vor Ort gesagt, dass das nicht angeseilte Gehen am Gletscher nicht die Lehrmeinung sind, weise jetzt aber dezidiert noch einmal darauf hin. Für uns hat es bei den Verhältnissen zu 100% passt und die Berge sind eine Möglichkeit, wo man die Freiheit ausleben kann. Für uns ist bei dem Abschnitt der Tour das Risiko von einem Spaltensturz genau gleich groß gewesen
Wir waren mal angeseilt unterwegs gewesen, warten und beim Spaltensturz das Seil gerissen, warten. Ein Restrisiko, das gibt's freilich immer in den Berg. Ja Leute, das Video auf Salalin endet jetzt dann da im Feejoch, glaube ich, heißt es, wo wir gerade sind. Und ich hoffe, euch hat die Tour gefallen. Wer die Tour nachmachen will und absteigen will, wir befinden uns im Video gerade eigentlich direkt am Normalanstieg auf Salalin. Also einfach diesen Weg wieder runterhatschen, aufpassen, dass man nur früh unterwegs ist. Die Schneebrücken werden immer weich, je später der Tag ist. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wieder einen Daumen nach oben da. Wenn ihr in Zukunft nichts mehr versäumen wollt, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren und die nächsten zwei Videos werden bald folgen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ciao, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.